Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Herzlich willkommen zum VfR-TV. Das Spiel zu Hause gegen Filzing ist vorbei. Endstand 4:0. Ich darf unseren Trainer begrüßen. Hallo Daniel. Hallo. 4:0. Das sagt einiges aus, aber sagt es auch vieles aus? Ja, wir haben kein Phrasenschwein, also pass auf. Nein, ich glaube, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten auch ein paar Phasen zu überstehen oder mal eine Torschance vom Gegner, wo er wieder zurück ins Spiel kommen kann. Aber wir haben, glaube ich, das ganze Spiel haben wir sehr konzentrierte Leistung gebracht, eine sehr aggressive, dynamische Leistung. Wir haben das Tempo versucht hochzuhalten. Und das ist dann sicherlich in der Höhe, kann man dann immer darüber reden, ob das jetzt so hoch verdient ist. Aber ich glaube, jedes Tor haben wir uns erarbeitet. Oft auf einen Ballgewinn heraus. Und das ist halt schon ein großer Vorteil zurzeit. Das machen wir richtig gut. Umschaltspiel, das berühmte, funktioniert und klappt. Und wir kommen in die richtigen Positionen rein und haben mit dem Olli jetzt auch gerade jemand, der diesen Türöffner zurzeit findet. Jetzt haben wir ja letzte Woche 3:1 in Kottern gewonnen, heute 4:0. Für die Zuschauer ist natürlich schön, immer viele Tore. Aber ich glaube, in den letzten beiden Spielen hat man gesehen, es ist so ein Ruck in der Mannschaft wieder durchgegangen und es kommt wieder so die alten Tugenden zur Geltung, oder? Ja, wir haben in den letzten Wochen stark daran gearbeitet. Es hat am Anfang nicht so geklappt. Und jetzt haben wir endlich den Dreh raus, da als Einheit aufzutreten. Jeder arbeitet erstmal, jeder versucht seinen Gegenspieler zu beherrschen, um dann was Positives noch für die Mannschaft in die Waagschale zu werfen. Und das machen wir gut. Und dementsprechend kriegt der Gegner immer weniger Chancen. Und wir kriegen dadurch aber auch mehr Chancen. Und das ist, das machen wir halt richtig gut, die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Und da bin ich sehr froh drum, dass ich dann auch mal irgendwann entspannen darf im Spiel. Jetzt ist ja auch Olli wieder zurück. Jetzt ist ja der Kader eigentlich komplett in dem Sinne. Wie stark hast du Oliver vermisst, beziehungsweise wie weit hat er jetzt der Mannschaft in den letzten beiden Spielen geholfen? Ja, wir haben es halt nicht hingekriegt, muss man ehrlich sagen. Und Sebastian, auch durch seine schwere Verletzung Anfang der Saison mit dem Mittelfußbruch, so hinzukriegen, dass er die Lücke, die der Stefan und der Olli am Anfang der Saison gerissen hat, dass wir die wirklich schließen konnten. Und dementsprechend war das halt nicht genau das Spiel, was wir halt haben wollten. Und der Olli, muss man ehrlich sagen, er ist fit aus seinem Urlaub zurückgekommen, aus seinem langen. Er hat ja auch einiges dafür getan im Urlaub, habe ich gehört. Ja, er ist körperlich sehr präsent zurzeit, kann gut dagegenhalten und seine Schnelligkeit ist halt überragend. Und ihn jedes Mal dann gut in die Lücke zu kriegen, ist halt die Kunst im Spiel. Aber er macht das richtig gut zurzeit, hat ein gutes Näschen. Und Stürmer, die treffen, kriegen halt auch irgendwann immer dann so ein Selbstvertrauen, dass sie einfach das dann machen, wenn es halt nötig ist. Und das nächste Woche unter Föhring, dann Landsberg. Was erwarten die Zuschauer und was erwartest du? Ja, man darf nicht vergessen, danach kommt Dachau. Also wir haben zwei Heimspiele und ein Auswärtsspiel gegen Spitzenmannschaften. Die Liga ist super, super eng. Keine Mannschaft hat einen 2-Punkte-Schnitt aufzuweisen. Wobei Dachau, muss man ja auch sagen, Hinspiel war jetzt nicht so gut für uns. Und die, glaube ich, haben sie auch noch mal entwickelt, oder? Ich wollte nur sagen, das sind drei richtig schwere Spiele hintereinander. Und es wird sich ein bisschen was abzeichnen für uns, wo der Weg hingeht. Ich glaube, wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder auf dem Level, wo wir sein wollten. Und jetzt müssen wir halt die Scharte, was wir halt da uns selber eingebrockt haben mit den vielen Unentschieden und Niederlagen, das müssen wir jetzt halt selber wieder ausbaden. Und die Jungs versuchen es und ich hoffe, dass wir in den Spielen, in diesen wichtigen Spielen gegen die direkten Konkurrenten, dass wir da eine Duftmarke setzen können und uns behaupten können. Duftmarke, was heißt das jetzt in Punkten? Was sagst du? Nein, ich würde gerne nur, dass ich... Jedes Spiel einen Punkt mindestens, oder? Ja, dann wäre nichts passiert, aber dann sind andere Mannschaften an uns vorbei, wie Pullach und Sandhofen. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Wie gesagt, die Liga ist halt brutal eng. Also man sollte schon mindestens ein Spiel gewinnen und einen Punkt holen. Aber
ich hätte auch gegen zwei Siege nichts einzuwenden. Ich will nur nicht verlieren. Okay, kann ich verstehen. Ich bin optimistisch wie immer. Ich sage einfach mal 3 Spiele, 3 Siege. Ich hoffe, da kannst du dementsprechend meinen Worten dann Taten folgen lassen, beziehungsweise der Mannschaft, müssen wir mal schauen. Aber ich sage mal, wenn wir da überhaupt punkten, sind wir ja schon mal zufrieden. Und Florian De Brate kommt ja auch bald wieder, oder? Ja, also wir rechnen noch mit 2 Wochen. Mhm. Das heißt, Dachau schon, eventuell? Wobei er jetzt schon wieder zum Laufen gehen kann nächste Woche. Und dann müssen wir mal gucken. Nabelbruch ist immer so eine, ja, das hat immer was mit Drehbewegung zu tun, denn die muss er halt zur Zeit vermeiden. Und der Flo entscheidet am Schluss selber, wann er wieder fit ist und der Mannschaft auch wieder helfen kann. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Viele Fans haben sich die letzten Spiele gewundert, weil du so ruhig an der Trainerbank warst. Jetzt auf einmal kommt wieder der Daniel, den wir alle eigentlich lieben, der auch mal unten mal klare Worte findet. Was war in den letzten Spielen los? Nein, wie es nicht so gut gelaufen ist, wollte ich die Mannschaft nicht unnötig noch von meiner Seite aus penetrieren mit Anweisungen und Kommentaren und sonstigem. Und ich brauchte auch mal, es ist eine Phase, die kenne ich noch nicht so ganz. Natürlich haben wir letztes Jahr viel verloren, aber dort war jedes Spiel hochintensiv. Hier sind die Spiele so gewesen, dass wir viel den Ball hatten, aber viele Fehler gemacht haben. Und Fehler kommentieren ist halt schwierig, wenn sie zu häufig werden und vor allen Dingen in Spielen, wo du eigentlich punkten wolltest oder musstest. Dementsprechend habe ich mich ein bisschen da zurückgenommen, auch weil die Jungs da ein bisschen verunsichert wirkten, auch unter der Woche. Und dementsprechend haben wir aber ganz klar besprochen, dass das auch nicht so geht mehr, dass ich schon von außen einwirken muss, dass ich oft früher merke, wenn was nicht stimmt, als die Jungs im Feld. Und wir haben uns halt wieder auf den Konsens geeinigt, dass ich da wieder mehr tun muss draußen. Das heißt, die Mannschaft hat ein Mitspracherecht? Ja, also man muss schon auf die Bedürfnisse seiner Mannschaft eingehen, weil sonst gibt es ein Problem. Und ich darf weder die Mannschaft gegen mich aufbringen, noch andersrum. Und man muss halt dann analysieren, woran es liegt. Und das haben wir klar gemacht. Dementsprechend sind da viele, viele Gespräche gewesen. Und wir haben da einfach eine klare Linie jetzt wieder gewählt und gefunden. Und ich habe gesagt, das geht so nicht. Ich kann das nicht da so ruhig draußen sein. Hat uns auch gewundert, dass du da so ruhig warst. Ja, aber okay. Man muss die Jungs dann auch mal alleine lassen. Also damit sie merken, das, was sie da fabrizieren, vielleicht auch nicht geht. Und dass sie Hilfe brauchen. Und das haben wir jetzt wieder ein bisschen umgekehrt wieder und finden da jetzt einen anderen Weg wieder. Und das erkennt man aber auch schon im Training. Und da ist wieder, Leidenschaft von beiden Seiten drin. Und das ist halt das Wichtige. Ja. Also die Mannschaft braucht die Leidenschaft und ich brauche sie auch draußen. Und dementsprechend müssen wir unseren Weg halt einfach suchen. Aber wenn du so viele neue Spieler hast, dann musst du halt viel abchecken und es ist dann auch ein Kennenlernen. Und haben wir, wie gesagt, eine kleine Durststrecke gehabt. Ja, aber lieber jetzt als nächstes Jahr. Ja, natürlich. Aber du musst es so nehmen, wie es halt ist. Und wenn mal ein Spiel so ist, dann ist es halt nicht schlimm. Wenn aber mehrere Spiele so sind, dann wird es halt irgendwann auch entscheidend. Und das wollten wir halt auch nicht. Und dementsprechend haben wir auch noch ein paar Maßnahmen getroffen und jetzt läuft es wieder. Wunderbar, dann hoffe ich, dass die Maßnahmen auch nächste Woche wieder greifen und dass wir da vielleicht bei dem Derby 1 Punkt Minimum, 3 wäre natürlich schön, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen, Dankeschön.